Wow, was für ein geiler Quest. Entschuldigung. Ah, Lydia. Schön, seid wieder da. Ich war kurz weg. Lasst mich mal meine Kraft benutzen. Ich möchte, dass ihr ein paar Dinge tragt. Ich lebe, um zu dienen. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Tragt erstmal etwas, was mir nicht allzu wertvoll ist. Vielleicht ein wenig davon. So, jetzt geht's mir erstmal besser. Es war eine solche Freude. Tja, mir auch. Was ist denn das? Das war der Quest? Wow. Aber echt, echt wow. Uiuiuiuiui. Ich bin noch ganz hin und weg. Wow. Das war einer der besten Quests, die ich je gemacht habe. Gut, aber was ich eigentlich machen wollte, habe ich noch nicht gemacht, wie immer. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da doch nochmal hin. Ich hoffe, meine Platte ist noch nicht voll. Natürlich, Schneesturm. Wir wollten dahin. Zum Rotmuth-Hügelgrab im Südwesten. Hineinzugehen? Natürlich. Was ist da drin? Geschehen. Ganz einfach. Rotmunds Axt ist da drinnen bei ihm. Der Geist desjenigen, der sie zu erlangen versucht, wird von Rotmund selbst gerichtet. Wir werden gegen seinen Geist kämpfen? Nein, nein, nichts dergleichen. Er braucht keinen Kampf, um uns zu kennen. Er hat schon immer über Tirsk gewacht und uns aus dem Jenseits beobachtet. Okay. Und da er mich bereits als würdig erachtet hatte, muss ich ihn nur daran erinnern, warum er mich das letzte Mal gesegnet hat. Ihr müsst wirklich nur zusehen. Ich bin bereit. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden. Kommuniziere mit Rotmunds Geist. Das können wir tun. Das klingt nicht schwer. Dann mal los. Wir müssen ihn nur erstmal finden, habe ich recht? Aha. Müssen wir etwa durchschwimmen? Ja, ich gehe ja schon. Oh. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich allerdings auch nicht. Na dann. Ich heb erstmal was auf. Oh, Stahlrimmpfeile. Ich muss ihn nur ergreifen. You seek my blessing for the leadership of Thirsk Hall? Ich bin es, Bujold. Ihr habt mich bereits in der Vergangenheit gesegnet. Jetzt habe ich die Halle von den Reglingen befreit und ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben. And well it is that this has happened. But I have always watched and know that it was your softness that led to your own exile.
You allowed your fellow warriors to grow weak, while the dangers around you mounted. Dann bin ich nicht die Anführerin? No. Nor is there any among you fit to serve. For a band in the wilderness, it is better to have no leader. Haha. Ha. Das ist enttäuschend, was? Ein wenig peinlich. Wie fühlt ihr euch deswegen? Beschämt, aber das war wohl das Ziel. Ich muss nach Tirsk zurückkehren. Was auch immer Rotmund sagt, wir brauchen einen Anführer. Und ich bin dazu noch immer am besten geeignet. Tja. Ich werde euch gegen Rotmunds Wünsche stellen. Ihr werdet euch gegen Rotmunds Wünsche stellen? Schaut, was uns bisher unter seinem wachsamen Auge zugestoßen ist. Er gab allen Anführern seinen Segen, die uns hierher gebracht haben. So oder so, er ist tot und wir leben. Es ist an der Zeit, eine neue Tradition für Tirsk zu begründen. Und genau das werde ich tun. Ihr sollt mich nur unterstützen. Ihr müsst nicht einmal lügen. Erzählt nur niemandem, was ihr hier gehört habt. Tja, ich könnte sie jetzt bekämpfen und die Halle von Tirsk selber anführen. Oder ich bewahre Stillschweigen und wir gehen zurück. Wie wird sich dieser entscheiden? Der Hund hat recht. Ich werde darüber Stillschweigen bewahren. Gut, tut das. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss eine Halle leiten. Abgeschlossen. Wir haben selber genug Probleme, auch ohne das verdammte Ding da draußen bauen zu müssen. Danke, dass ihr uns aufgeweckt und uns geholfen habt, davon loszukommen. Ich wette, ich hätte sie nehmen können, hätte ich sie besiegt. Aber, wie schon gesagt, eigentlich tragen wir eh schon genug Zeug. Das war's? Soll ich sie mir nehmen? Soll ich mir dieses Artefakt nochmal holen? Wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es, das Ding mal zu geiern. Pass auf. Dieses Mal werden wir es uns einfach nehmen. War ich auch nicht. Bin einfach schon mal vorgelaufen. Wo bleibt sie? Lydia, nehmt ihr das doch. Ich muss sie nur ergreifen. Wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Ich habe gerade versucht, das nochmal zu machen. Mit einer anderen Aussage. Irgendwie ist es gerade zu selben gekommen. Egal, wir lassen das jetzt so. Wir haben selber genug Probleme, auch ohne das verdammte Ding. Wir werden zur Tirskalle zurücklaufen. Vielleicht wartet sie dort schon auf uns und dort mal gucken, ob jemand ist, der dem würdiger erscheint. Oder, ich hätte schwören können, wir sind würdig. So. Ich höre einen Troll. Was ist eigentlich hier? Hey, das ist mein Hund. Sowas. Ich bin noch ganz zart überladen. Boah, hier sind überall noch rote Punkte. Was heißt rote Punkte? Schwarze Punkte. Was ist das? Ich wollte noch einen Ersatz suchen in Rabenfels. Weißkamm-Hügelgrab. Da wollte ich jetzt noch nicht hin. Na komm, gehen wir zurück zum Weißkamm-Hügelgrab. Ich werde eh gleich die Aufnahme beenden, weil ich schon merke, huch, ich habe ja schon ganz schön lange aufgenommen.
Und mich hungert es doch zu langsam. Wo ich doch so wenig gefrühstückt habe. Selbst schuld, warum hast du denn auch so wenig... Ja, ist ja gut. Jeder heilige Stein. Mich würde ja mal interessieren, wie viele? Nicht welche. Haben wir schon wieder Nacht? Wer läuft da? Und wer läuft hier? Halt! Ich bin so froh, dass ihr die Ebenerzminen wieder geöffnet habt. Wollte ein neuer Steward von Telemetrien werden. Ich bin mit meiner derzeitigen Stelle absolut zufrieden. Okay. Ich bin mit meiner derzeitigen halt! Stelle absolut zufrieden. Ihr habt Rabenfels vom Verderben bewahrt. Wollt ihr Steward werden? Ich könnte Adriel nie verlassen. Und er würde nie aus Leri weggehen. Außerdem würde ich niemals für Nelot arbeiten. Angeblich hat er seinem früheren Lehrling das Herz herausgeschnitten. Das stimmt nicht. Hey, wartet. Dank euch hat mein Leben wieder eine Bedeutung. Danke. Wollt ihr der neue Steward von Telemetrien werden? Ich würde mir für ein Septim mein Bein absägen, aber dafür könnt ihr mir nicht genug bezahlen. Ha, warum ist er so unbeliebt? Seht mich an, bei mir hat sich das Blatt gewendet. Und das verdanke ich euch. Warum sollte ich mit euch Mitleid haben? Hat nicht jeder Mitleid mit den Obdachlosen? Ja, stimmt. Früher im Bergbau tätig. Und das mit Erfolg. Ich habe in einem Monat mehr Gold verdient als andere in ihrem ganzen Leben. Als die Mine erschöpft war, war ich am Ende. Ich beherrsche kein anderes Handwerk. Also vertrinke ich seitdem mein Vermögen im spuckenden Netz. Zumindest habe ich das früher gemacht. Früher? Dieser Mistkerl Geldes lässt mich nicht mal mehr rein. Angeblich bin ich schlecht fürs Geschäft. Wenn ich meinen letzten Beutel Münzen ausgeben möchte, um mich zu betrinken, ist das doch meine Sache. Was geht Ihnen das an? Ich könnte mit ihm reden. Ihr könnt es ja mal versuchen. Wenn ihr diesen störrischen Esel dazu bringt, mich in den Netz zu lassen, sorge ich dafür, dass ihr angemessen entlohnt werdet. Oh. Wollt ihr der neue Steward von Telemetrien werden? Würde er mir Skoma geben? Für etwas Skoma würde ich es vielleicht tun. Könnt ihr Tee kochen? Hier. Skooma. Lovely Skooma. But I'd sooner give it up than go work for Nello. Dieser Dunmer ist verrückt. Hä? Also? Sera? Eine einfache Bitte dürfte kaum ausreichen. Jetzt hat er den Skooma genommen. Sie? Oh, ups. Aber sonst ist da nichts passiert gerade. Toll. Wir reden mal mit Geldes über sie. Dam, da, da, dam, 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 dam. Ich guck mal, ob hier welche schlafen oder welche, die ich befragen kann. Ich arbeite für Morkul. Wenn ihr ein Problem habt, sprecht mit ihm. Wer schläft denn da? Morkul? Teldrin Zero, Mietklinge. Wenn ihr das nötige. Mietklinge. Dam, da, da, dam. Willkommen im spuckenden Netz, mein Herr. Wenn ihr einen Wunsch habt, wird Meister Geldes euch gern behilflich sein. Wollt ihr neuer Steward von Telemetrien werden? Und Rabenfels verlassen? Für immer? Um für einen verrückten Telvanni-Zauberer zu arbeiten? Sekunde. Ich bin gleich wieder da. Nur noch meine Sachen. Ich glaube, er möchte rein in seinen Laden. Ihr scheint mir überaus eifrig. Nun, ich war noch nie jemand, der eine Gelegenheit verstreichen lässt. Hoppla. Tut mir leid, dass ich weg muss, aber meine neue Stelle ruft. Ja, das finde ich aber auch geil. Haben jemanden gefunden? Sehr schön. Huch. Willkommen im spuckenden Netz. Warum hat Brasladell Hausverbot in eurem Gasthaus? Hat euch das arme Mädchen mal angesehen? Sie ist vollkommen durcheinander. Früher war sie reicher als... So gerne ich auch Gold verdienen würde. Ja, komm hier. Nun hier. Wir haben genug Kohle. Und es gibt Gold. In diesem Fall gewinnt das Gold. Sagt Bralsa, dass sie hier jederzeit willkommen ist. Na, das will ich hören. Bralsa ist hier zwar wieder willkommen, aber ich erwarte, dass sie genau wie alle anderen bezahlt. So, da hat sich gerade irgendein anderes Spiel angemeldet. Ich, keine Ahnung. Naja, jetzt ist sie jedenfalls weg. Ups. Wow, wow. Gut, wir haben den jedenfalls... Ach so, ich hätte ja vielleicht nochmal schlafen können, ne?
2 Uhr morgens ist ein bisschen früh. Ich möchte gerne ein Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Passt da draußen auf euch auf. Sieht aus, als würde sich ein Aschensturm zusammenbauen. Ostkaiserliche Handelskiste, die kann ich einfach stehen lassen. Mist. Mhm. Na komm schon. Der zeigt mir gerade sein Zimmer. Mein Zimmer. Eigentlich ist es auch sein Zimmer. Oh. Na also. Nehmen nur das Nötigste. Wohin? Ach so, dann ist das da drüben links meins. Dann kann ich ja gleich mal reinhüpfen. Bis 8 Uhr sollte reichen. So. Bestienblut? Ah ja, stimmt. Ja, tschüss. Oh. Wenn ihr etwas kaufen wollt, sprecht mit meinem... Ja, mach ich. Ich suche diese komische... Nee, die nicht. Boah, der hat's aber eilig. Er hustet. Ah. Hallo? Hier ist viel mehr unbedingt. Hier habt ihr eure Bezahlung. Klasse. Wo ist diese Mine? Wo ist diese Frau? Kann ich die überhaupt noch? Wo ist die denn? Die ist da hinten drin? Ja. Ihr krabbelt da schon seit Stunden an diesem komischen Lederstück herum. Rabenfelsmine. Hallo? Wo seid ihr denn? Ich kann mich nur erinnern, dass sie die vom Monster befreien sollte, aber dass ich nochmal reinkomme und irgendwelche Leute ansprechen kann, wusste ich nicht. Dank der Wiedereröffnung der Mine durch Haus Redoran kann ich endlich wieder meine Familie ernähren. Ja. Das ist ja fein. Hinten. Ich war so lange raus. Dank euch hat mein Leben wieder eine Bedeutung. Wie man eine Spitzhacke lebt wohl, Freund. Seht mich an. Bei mir hat sich das Blatt gewendet. Ja, ihr dürft wieder den spuckenden Netsch. Nun, dann mache ich mal besser das, was ich am besten kann. Trinken? Das trage ich als Andenken an glücklichere Tage. Vielleicht findet ihr ja Verwendung dafür. Wir sehen uns in den Minen. Jo, tschüss. Und ich bin nicht überladen. Komme ich jetzt wieder raus? Ich frage mich, wie die da durchgekommen sind, obwohl die Bretter noch verschlagen waren. B-schlagen waren. Obwohl es heißt ja Bretter verschlag, aber die Bretter sind eigentlich an G-schlagen oder auch B-schlagen. Hm. Lassen wir das. Was gibt's denn hier eigentlich? Ebenerz? Das ist eine Ebenerzmine? Wir kommen später nochmal wieder. Das ist eine Ebenerzmine. Wer ist denn das? Dass ihr es geschafft habt, die Minen wieder zu öffnen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Kann ich hier Ebenerz graben? Natürlich. Ratsherr Morwein hat euch freien Zugang gegeben. Wir sind uns alle einig, dass ihr so viel nehmen könnt, wie ihr zu tragen imstande seid. Das finde ich gut. Danke, Fremdling. Danke für alles. Ja, gerne. So, dann haben wir wieder mal eine Menge geschafft.
Ich würde jetzt aber gerne die Aufnahme beenden, weil mich hungert es gerade noch etwas. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Ups. Let's Play. The Elder Scrolls, Teil 5, Skyrim Special Edition. Bis dahin, tschüss. Vorsichtig. Bis dahin, vorsichtig.